Whatever. Gut, bis 17 Uhr müssen wir noch durchhalten, haben wir den ersten Arbeitstag geschafft und wir haben wirklich noch nichts rausgefunden, außer dass die Leute gehen und in das Meer werfen. Sehr super, toll, mäßig, Alter, Homie. So, runter hier, bam, bam, meow, meow. I got a pretty good jacket, with a tiger on it. Where's Thomas Blue Jeans? Na 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 na. Ooh, I'm looking for sailors, looking high and low. Moment. Left and right, looking for sailors in the middle of the night. Ooh. Gut. Nein, du bist mir im Weg. Egal. Und rauf da, los Rio, rauf. Miau. So, ihr merkt schon, der Tag ist langweilig. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte euch irgendwas sagen die ganze Zeit, wenn ich hier arbeite, aber ich habe vergessen, deswegen müsst ihr jetzt so damit leben, dass ich nur Müll laber die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Ja. Ihr kennt mich ja. Ich wäre gerne wie Funko, ja, der hat immer was zu erzählen, immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Ah ja. Egal. Ich kann das auch. Ich bin toll. Ich bin der Peste. Der Allerpeste auf der ganzen Welt. Sagt auf jeden Fall meine Mami. Okay, where's number 18? Nicht hängen bleiben. Yay, 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 yay. Nicht getroffen, Schnaps besoffen. So. Oh, was kann man noch erzählen? Wir transportieren Kisten. Der Kistigkeit. Verdammt, ich habe nicht früh genug gelenkt. Und werde jetzt elendig sterben. Verdammt. Und bin ich noch nicht richtig drin? Gut, geht doch. Gut. Ich finde es übrigens richtig traurig, dass ich 175 Abonnenten habe und nur 11 Leute meine Videos gucken. Was ist los mit euch? Ich lösche euch alle. Ich werde euch alle löschen. Ich hasse euch. Ihr habt mich nicht lieb. Okay, 11 haben das letzte Video gesehen. Die davor waren irgendwie 20 oder so. Wozu habe ich denn fast 200 Abonnenten? Was ist los mit euch? Spastis. So. I got a pretty good jacket. With a tiger on it. Okay, ich höre auf. Miau, miau. Wir werden nicht alle schaffen. Oh mein Gott. Und wir haben auch gar keinen Platz für alle, oder? Werden wir doch mal sehen. Wir haben ja schon ein bisschen Platz verbaut. Verdammt. Ja, das Japan der 80er. Ich hab da nicht gelebt. Oh, what's up? Hey, boy. You working hard, eh? What? You ain't paid your insurance. That ain't right. Law of the harbor dictates all rookies gotta pay insurance. You know what I'm saying? What insurance? I said pay up, boy. Right now. You guys mad angels? Defiance ain't a good idea. You don't pay up, boy. I'm gonna kick your ass. No way. You are gonna regret that decision. Mhm, das wollen wir doch mal sehen. So. Und dum dum. Bam. Das war's? Die haben ja gar nichts drauf gehabt.
All right, you guys. No! Hey, wait! Hey, wait! Ah, Rio, Rio, Rio und diese Gesichtsanimation. Wunderbar! Hey, wait! Ah. Ah ja, das war noch Zeiten damals, als sowas Hightech war. Ich habe die Zeiten nicht miterlebt, da war ich, ich weiß gar nicht, 2000, wie alt war ich da? 7 war ich da. Habe ich sowas noch nicht gespielt? Nein, nein, da habe ich noch Sonic auf dem Master System gespielt. Ja, 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 ja. Und, Chiki die Maus auf dem PC. Mhm. So mit 7 glaube ich auch nicht mehr so wirklich. Die habe ich nur im Kindergarten, das habe ich im Kindergarten gespielt immer. Upp. So. Okay, wir haben jetzt ein paar Leute verhauen gehabt und wir haben noch keine Informationen bekommen. Traurig? Ja, Schulmädchen, geh mal weg da. Sonst überfahre ich dich und dann werde ich deinen toten Körper missbrauchen. Wir sind Nummer 5. Beim Rennen finde ich auch doof, dass wir ganz hinten anfangen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt, wo wir Erster sind. Ich denke nicht, denn wir sind die Nummer 5 und werden für immer die Nummer 5 bleiben. Nummer 5. Nummer 5 lebt. Bam, bam, bam. Schulmädchen überfahren, Körpermissbrauch. Und dann, dann, dann. Hobby, Hobby, Hobby. Nur noch eine Stunde arbeiten, dann habe ich schon frei. Dam, da, dam, dam, da, dam, ba, da, da. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann nehme ich meinen Forklift und der sticht, sticht, sticht. Warum habe ich das jetzt runtergemacht? Ich weiß es nicht genau. Hallo, hallo, hallo. Dum, dum. Dam, 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 dam. Ich weiß gar nicht, wie das Lied weitergeht. Mein kleiner grüner Kaktus mit draußen. Er braucht schon rote Rosen. Er braucht schon, irgendwas. Holleri, holleri, hallo. Oh, nein, so. Ne, 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 ne. Der Shenmue-Theme ist cool. Müsst ihr euch anhören. Und, der Shenmue-Theme ist auch cool. Die Hintergrundmusik ist auch cool, der Soundtrack ist auch cool, ja, den Soundtrack, den möchte ich hervorheben. Der Soundtrack ist sehr, sehr schön. Natürlich, der ist auch was ganz Eigenes, genau wie Shenmue war. Wenn man Shenmue mag, dann mag man auch den Soundtrack, der ist wirklich sehr, sehr schön, schön, schön. Wenn man mal irgendwie was Ruhiges haben will, dann ist der perfekt. Oh, ich habe alle Crates heute geschafft. Dann auf einmal kommt eine Atombombe und alles fliegt in die Luft, aber... ich hoffe mal nicht. Vielleicht kann ich ja früher Schluss machen, wenn ich alle Crates geschafft habe. Ich denke nicht. Wir müssen einfach nur dumm rumfahren dann. Ja. Neo, neo. Alles geschafft. Okay, racen wir mal durch die Gegend hier, oder? Mit unserem Forklift. Hey, Schulmädchen, missbraucht den Körper, Rio. Bumm, Kopf ab. Hat nicht geklappt, schade. Bei GTA würde das klappen. GTA. Werde ich auch noch irgendwann spielen, wenn ich mir irgendwann mal eine PS2 hole. Werde ich mir GTA auch noch holen und ja. Wenn wir mal gucken. Hey Leute, was geht, was geht, was geht? Seht ihr meine Kinderklamotten? Wie hat deine Großmutter genäht? Und gehäkelt. Und gestrickt. Und ich hab sie dafür. Gut. Nächste Woche ist wieder Schule. Da habe ich gar keine Zeit, Shenmue zu spielen, wirklich. Eigentlich hätte ich ja in den Ferien Zeit gehabt, aber ich konnte nie mich durchringen, irgendwie zu spielen, weil ich noch so viel zu spielen habe. Oh, Pikmin ist echt, ein etwas anderes Spiel. Aber es ist lustig. Ich hänge zwar ganz knapp in der Zeit. Ich bin am 12. Tag und habe 12 Teile eingesammelt. Weil ich einfach zu blöd bin, Multitasking-mäßige Sachen zu machen. Aber gut, ja, Polizisten überfahren ist nicht gut, Rio. Hey, was geht, was geht, was geht? Siehst du meine Gangster-Klamotten? Ich habe einen Tiger auf meiner Jacke. Jacke. Hey du, Kopf ab. Ah, das wäre lustig. Kopf ab.
Postal 3 kommt bald raus. Weiß ich nicht, ich glaube Dezember ist angekündigt. Erscheinen in Deutschland ist sehr unwahrscheinlich. Ich werde mir wahrscheinlich kaufen, wenn ich dann 18 bin und mir es einfach so holen kann. Dann ist es wahrscheinlich auch billiger, wenn sich kein Schwein kaufen wird. Weil, ja, Postal 2 war halt kein gutes Spiel. Der Humor war sehr geil. Aber, das Spiel an sich ist nicht wirklich gut. Wenn man sich mal überlegt, du kannst hinschießen, wo du willst, mit dem Headshot sterben die nicht, was warum auch daran liegt, dass die große Bubble-Köpfe haben. Aber egal. Ja. Wie gesagt, spielerisch ist es nicht so doll. Ja. Aber der Humor ist ja das Wichtigste. Ich freue mich schon, mit dem DAX die Leute zu zerfleischen. Nein. Aber egal, dass hier gucken auch Leute, die nicht 18 sind. So wie ich. Und ja. Hey! Wim, Kopf ab. Finished for the day. Okay, good job. Here's today's pay. Thanks. You met quota, son. So starting tomorrow, you'll get a 50 yen raise. That'll be 350 yen per crate. Thank you. Keep up the good work. Yes, thank you very much. Ja, mit jedem Tag kommen, bekommen wir ein bisschen mehr Geld. Und zum Schluss stellt sich raus, dass wir es gar nicht brauchen. Yo, Bro! Yo, was geht? Talk to the hard-working man! Oh. You said you knew a lot about the harbor. Right on, my man! From the perfect mugging locale to the best spot to take a leak, this here harbor, Goro knows it all! So you know about the Mad Angels. Don't sound so loud! Speaking of taking a leak... Not so fast. Oh, man! Must have had me a bad ache this morning! Gotta hit the can, my man! Oh, hope I can make it in time! Oh. So you know about them. Bro, that name! Please don't say it so loud! Why not? You get yourself fed to the fishes for talking about them, man! It's taboo around here! There's a rumor about some loudmouth kid who got himself concrete boots for talking! No way. Well, bro, I'm out of here. See you around. Yeah, later. Schöner Freund, will nicht mehr sterben für uns. Sack. Ich hasse dich. Gut. Oh, ein Jogger. Hey, ich bin schneller als du. Ich kann den ganzen Tag so laufen. Jogger. Gut, dann nicht. Gucken wir doch mal. Weiß irgendwer was über die Mad Angels? Mad Angels. Mad Angels. Mad Angels. Mad Angels. Mad Angels. Wow. Something's happening! Hey, alter Mann. Been waiting for you. It's you.